Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Bevor wir auskugeln, dachte ich, dass ich euch nochmal unseren Wickeltisch zeige. Also einmal, wie ich ihn gestaltet habe, was hier so drumrum hängt und natürlich, was sich darin befindet. Das gleiche Video habe ich schon bei meiner ersten Tochter gemacht und allzu viel hat sich auch nicht verändert, weil ich mit meiner Organisation einfach mehr als begeistert war. Das hat sich einfach mehr als bewährt, dass man ja, das so ein bisschen ordentlicher macht. Und ich wollte euch das Ganze jetzt mal zeigen. Ich würde sagen, wir fangen oben an und dann gehen wir in den Wickel oder in die Wickelkommode hinein sozusagen und schauen immer, wie ich das Ganze aufgebaut habe und sowas. Und genau, ich würde sagen, wir starten mit hier oben. So, hier vorne auf der linken Seite habe ich diese drei Aufbewahrungen von IKEA. Da gibt es ja so ein komplettes Set. Da habe ich hier einmal eine große Schüssel, die benutzen wir immer für Wasser, zum Waschen morgens oder auch zum Wickeln, denn wir wickeln ja nicht mit Feuchttüchern. Dann habe ich hier einfach mit so kleinen Waschlappen drinne, eben um das Kind morgens zu waschen. Die sind nicht für den Popo, die sind einfach für den Körper allgemein. Und hier hinten habe ich einmal Hygienetücher, Fieberthermometer, Nagelschere und noch so eine Bepanthen-Creme. Also alles, was man so schnell braucht. Da ist eigentlich auch noch eine Haarbürste drin, eine Baby-Haarbürste, die hat aber meine Tochter gerade. Und hier hinten habe ich noch meine Schwangerschafts-Meilensteinkarten, damit ich die immer griffbereit habe für die Fotos. Genau, das ist also diese Seite. Hier in der Mitte auf der Liegefläche sozusagen haben wir einmal eine Wickelauflage und da haben wir einen Bezug drüber. Die Wickelauflage ist von Julius Zöllner, die haben wir damals bei Baby One gekauft, bei meiner ersten Tochter. Und da habe ich einfach hier so einen Bezug drüber gemacht, den habe ich mir anfertigen lassen extra für die Wickelauflage und das verlinke ich euch mal in der Infobox, falls ihr da Interesse habt. Das ist hier in der Mitte total weich und kuschelig. Und ich finde es so praktisch, dass man das halt eben waschen kann und dass das Kind nicht auf diesen kalten, ekligen Wickelauflagen liegt. Aber trotzdem soll es natürlich auch schön bequem sein und schön weich. Hier hinten haben wir noch so ein Kissen für den Kopf. Das war bei unserer Großen immer sehr praktisch, damit sie sich hier hinten nicht stößt. Und sie mochte das einfach sehr gerne, wenn ihr Kopf so ein bisschen höher liegt. Genau, das ist hier also die Mitte und dann geht es hier auch schon weiter. Hier hinten haben wir einmal so süße Körbchen. Kann ich euch auch mal in der Infobox verlinken, auch die wurden uns angefertigt. Hier haben wir einmal ein großes Körbchen mit Windeln in Größe 1. Das sind alles die, die noch von meiner Tochter übrig sind und die wollten wir jetzt gerne aufbrauchen. Denn wie ihr gleich sehen werdet, wickeln wir das Baby mit Stoffwindeln. Aber ich wollte diese Windeln, wie gesagt, gerne mal aufbrauchen. Für die ersten Tage ist das, glaube ich, auch gar nicht so schlecht. Genau, deswegen habe ich hier so ein süßes Körbchen mit so den Größen 1 Windeln. Und ich habe hier noch ein kleines Körbchen mit Windeln, auch ganz bisschen nur hier in Größe 0, also XS, noch kleiner als Größe 1. Die hat mir das von meiner Tochter auch gekauft und gar nicht gebraucht, deswegen wollen wir die jetzt hier auch nochmal aufbrauchen. Über dem Wickeltisch haben wir einmal dieses wunderschöne Mobile hier, das haben wir uns auch anfertigen lassen mit den Schäfchen, denn die Kleine hat als Motto Thema Schafe. Und ich finde das so, so goldig. Das sieht so, so schön aus. Verlinke ich euch auch in der Infobox. Hier hängt noch eine Girlande mit dem Namen. Die zeige ich euch jetzt nicht, aber die zeige ich euch natürlich später. Und hier am Rand haben wir noch so ein paar Holzvögel hängen. Auch die finde ich richtig schön und machen einiges her. Und die fliegen hier eben so einmal rüber. So, das war jetzt also einmal oben. Und dann würde ich sagen, gehen wir einmal zu den Schubladen, was da so drin ist. In der ersten Schublade sind Strumpfhosen, kleine Mützchen, Haarbänder. Hier hinten sind noch Socken drin und Schuhchen, all sowas. Also so, ja, so Accessoires sozusagen. Das haben wir hier vorne drin. In der Mitte habe ich bis jetzt noch gar nicht so viel, nämlich nur meine waschbaren Chilleinlagen, einfach weil ich da noch nicht so den perfekten Ort für gefunden habe. Und genau, sonst habe ich hier auch nichts für die Schublade da. Und hier hinten in der letzten Schublade befinden sich einmal alle Pflegeprodukte. Das mochte ich bei meiner Tochter sehr, sehr gerne, dass ich es immer rechts griffbereit habe, aber immer noch am Kind bin. Hier sind aber auch Sachen wie Badethermometer, Schnuller, Kirschkernkissen, Heilwolle und alles Mögliche, Schnuller. Also alles ist hier drin, was man eben so braucht. Weiter geht es in der ersten großen Schublade.
Und das ist sowieso am spannendsten, glaube ich. Denn hier sind die ganzen Babyklamotten drin. Ne? Hier vorne das Fach ist fast leer. Da habe ich einfach noch nichts, außer hier so ein paar Strickteile. Die Boxen hier sind von Ikea. Die heißen Scrub, glaube ich. Die sind mega praktisch. Und damit habe ich hier den kompletten Wickeltisch ausgestattet, wie ihr seht. Hier in der Mitte habe ich die ganzen kleinen Babyhöschen drin. Auch hier wieder in diesen Boxen von Ikea alles eingeordnet. Und alle auch so gefaltet, dass man sie von oben direkt sieht. Das heißt, ich weiß immer direkt, was ist das für eine Hose. Mega praktisch. Und da haben wir hier einmal zwei Fächer. Auch hier sind die hinteren wieder leer. Weil so viel Platz brauchen die kleinen Höschen hier noch gar nicht. Und hier hinten sind die Bodies. Die habe ich sortiert. Hier sind die 50er und der Rest ist 56. Die habe ich auch wieder hier so einsortiert, dass man eben von oben direkt sieht, was ist das für ein Body, was ist da drauf und sowas. Und das ist mega übersichtlich und mega praktisch bei den Kleinen, weil man den eben ganz schnell hier einfach einen rausziehen kann und fertig. Das ist zwar ein bisschen Arbeit, das immer nach dem Waschen so wieder einzusortieren, aber ich habe es bei meiner Großen sehr, sehr gerne gemacht, weil es einfach viel, viel schneller geht und man immer direkt weiß, okay, was ist das für ein Body. Und es sieht immer ordentlich aus. Weiter geht's mit der mittleren Schublade. Und das ist auch wirklich ein Fach, was ich sehr, sehr gerne mag. Denn hier sind die Stoffwindeln drin. Hier vorne habe ich alle Windeln an sich. Überhosen, Wollwindeln, All-in-Ones. Also alles, genau, beisammen. Zu der ganzen Schublade habe ich übrigens noch ein extra Video gemacht. Das verlinke ich euch mal hier oben. Dann könnt ihr da nochmal vorbeischauen, falls euch das Thema Stoffwindeln für Neugeborene so ein bisschen mehr interessiert. Hier habe ich alle Einlagen und hier hinten noch ein paar Nachtwindeln sowie ja, sonstiges Zubehör. Aber wie gesagt, zu dieser Schublade habe ich ein extra Video gemacht. Und dann kommen wir auch schon zur letzten Schublade ganz unten. Die ist ziemlich voll, wie ihr seht. Und hier vorne haben wir erstmal alle unsere Spucktücher und Pucktücher drin. Die habe ich auch eigentlich alle so aufgereiht wie die Bodies. Aber die restlichen haben da einfach gar nicht mehr so reingepasst. Und deswegen liegen die hier oben so drauf. Das sind hier nämlich die großen Pucktücher, die wir da haben. Dann hier in der Mitte habe ich einmal Lias Reiseapotheke. Das habe ich immer so beisammen. Da ist alles drin an Medikamenten, was man braucht, Fieberzäpfchen und all sowas, falls wir mal weg sind. Hier hinten liegt ein Geburtstagsgeschenk für meinen Neffen, das bekommt er nächste Woche. Dann habe ich hier noch so ein paar Proben von Windeln bekommen. Unsere Feuchttücher, unser Feuchttücherlager, da haben wir ganz, ganz viele von Water Wipes. Genau, wir wollen zwar, wie gesagt, mit Waschlappen und Wasser wickeln, aber für unterwegs sind die wirklich ganz praktisch. Da haben wir hier so ein kleines Lager. Und dann habe ich hier auch noch mein so ein bisschen Zubehör, was das Stillen angeht. Habe ich hier auch noch drin, sowie die Flaschen, die wir da haben. Und mein Gipsabdruck-Set, was wir jetzt auch die nächsten Tage benutzen werden, um nochmal vom Babybauch einen Gipsabdruck zu machen. Genau, das ist also hier so drin. Und hier hinten in dem hinteren Fach, da habe ich Stoffwindeln, die noch zu groß sind für das Baby. Also einige noch von meiner Tochter und einige aber auch schon, die wir neu gekauft haben. Aber wie gesagt, eben in One Size und noch nichts für Neugeborene. Und die kommen dann eben später zum Einsatz. Hier am Rand habe ich noch unser Wäschekörbchen stehen. Auf der anderen Seite steht ihr Name, aber ich kann es euch gerne mal von dieser Seite zeigen. Das Körbchen verlinke ich euch auch nochmal in der Infobox. Das ist ein super, super süßer Shop und das haben wir eben hier stehen. Ja, und das war auch schon unser Wickeltisch, beziehungsweise der Wickeltisch für die kleine Bauchmaus. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wie gesagt, ich verlinke euch alles in der Infobox. Dann könnt ihr da mal vorbeischauen, was jegliche, jegliche Sachen angeht. Ich würde mich auch noch interessieren, wie ihr euren Wickeltisch eingerichtet habt oder ob ihr überhaupt einen habt. Viele haben ja gar keinen, aber für uns war der jetzt wirklich 2 Jahre sehr, sehr wichtig. Und wir werden den diesmal, denke ich, auch wieder so um die 2 Jahre verwenden, weil das einfach super praktisch ist.
Und genau, ab und zu wird sogar hier nochmal eine große gewickelt. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch einen ganz, ganz wundervollen Tag und dann hoffentlich sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Und wenn nicht, vielleicht auf Instagram. Da, genau, gibt es nämlich auch täglich ganz, ganz viel Baby und ganz, ganz viel Mama-Leben. Also schaut da gerne vorbei und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi!